الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير امين والحمد لله رب العالمين الحمد لله dass Allah Subhanahu wa Ta'ala auch in diesen Sommertagen uns ermöglicht hat, so zahlreich zu kommen. Alhamdulillah, dass er uns diesen Nasib gegeben hat, dass wir hier uns treffen können, um die Verse von Allah Subhanahu wa Ta'ala besser zu verstehen, denn das ist wirklich eine große Gabe von Allah. Es ist eine große Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns dazu fähig sieht, dass er uns diesen Wert gibt, dass wir die Verse von seinem Buch erlernen dürfen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yani, egal wie sehr wir Allah subhanahu wa ta'ala danken, es ist nicht genügend. Denn der Koran ist die größte Ehre, die uns in dieser Dunya gegeben worden ist. Der Koran ist das größte Wort, das es gibt, denn es ist das Wort von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sieht uns diese Ehre würdig, diese Worte erlernen zu dürfen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Das ist wirklich eine große Gnade, für die wir uns bei Allah subhanahu wa ta'ala bedanken müssen. So sind wir, werden wir inshallah ta'ala weitermachen in dem Tafsir zu Surat al-Hujurat. Letzte Woche haben wir alhamdulillah über den 9. Vers gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass es möglich ist, dass auch zwei Gruppen der Muslime, der Mu'minun, streiten können, dass sie in einen Konflikt kommen können. Und darauf folgend sagt jetzt Allah subhanahu wa ta'ala den Grund, warum es so wichtig ist zu schlichten. Denn er sagt im 10. Vers, A'udhu billahi minash shaitan rajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Innama, nichts anderes kommt in die Frage. Sie sind nur Brüder. Nichts anderes kommt in die Frage. فَأَسْلِحُوا بَيْنِ أَخَوَيْكُمْ. Also ist es klar, dass wir zwischen unseren Geschwistern was machen müssen? Sofort schlichten müssen. Denn wir sind Brüder. Warum? وَاتَّقُوا اللَّهُ. Wir müssen Allah fürchten. Allah hat uns diese Gabe gegeben, hat uns verbrüdert. وَاتَّقُوا اللَّهُ. So fürchtet Allah. Auf das لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Auf das Allah subhanahu wa ta'ala euch Erbarmen erweist. Yani, und mit uns barmherzig ist, dass er uns, dass wir sein Erbarmen erlangen. Subhanallah. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Vers, den wir genau analysieren müssen. Wir haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt ganz am Anfang was? Innamal mu'minuna ikhwatun. Subhanallah. Allah gibt uns einen Namen. Welchen Namen? Mu'minun, die Gläubigen. Diejenigen, die auf dem Islam geschworen haben, mit dem Iman leben. Und das ist der Name, der uns gibt. Mu'minun oder Muslimun. So nennt uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمُونَ. Und Allah sagt im Koran, und er hat euch den Namen وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. Und er hat euch den Namen Muslime gegeben. Er hat euch den Namen Muslime gegeben. Yani, leider sehen wir, dass immer wieder verschiedene Menschen versuchen, sich andere Namen zu geben. Subhanallah. Andere Namen zu geben. Wir sind das, wir sind das, wir sind das. Habt ihr bestimmt immer mal wieder gehört, irgendwelche Begrifflichkeiten, die man gewissen muslimischen Gruppen zuweist. Aber all das ist nicht vom Islam. Allah hat uns welchen Namen gegeben? Huwa sammakumul muslimin. Er hat uns den Namen Muslime gegeben. Und nichts anderes ist unser Name. Wenn jemand dich fragt, was bist du? Alhamdulillah, Muslim. Nicht Alhamdulillah, Punkt, Punkt, Punkt. Alhamdulillah, Punkt, Punkt. Ich bin Alhamdulillah Muslimin. Ich gehöre Alhamdulillah zu den Muslimen. Das ist deine Antwort. Nicht, das kommt bevor dein Nesab, bevor deine Herkunft. Bevor du Türke bist, bevor du Araber bist, bevor du Tunesier bist, bevor du Mazedonier bist, Bosnier bist. Egal was du bist als allererstes mit dem Namen, dir wurde zuallererst der Name gegeben, den Allah dir gegeben hat, Muslime. Du bist Alhamdulillah Muslim. So, wenn euch jemand fragt, was bist du? Zu wem gehörst du unter den Muslimen? Zu wem soll ich gehören? Ich gehöre zu den Muslimen und zu nichts anderem. Es gibt keine andere Bezeichnung, die wir uns geben können. Denn alles andere, wenn wir anfangen, uns andere Bezeichnungen zu geben, das spaltet uns. Und das habt ihr bestimmt überall schon gesehen. Die einen werden, keine Ahnung was genannt, ich will keinen Namen sagen, damit es nicht parteiisch ist, aber jeder wird irgendwie bezeichnet und das spaltet die Menschen. Und das spaltet die Muslime, dann sagen sie, ah, er gehört zu denen.
So oft ist mir passiert, ich war irgendwo eingeladen, auch bei Hochzeiten. Ich bin bei einer Hochzeit in Wangen und ich halte einen Vortrag. Nach dem Vortrag kommen sie zu mir her, sagen sie zu mir, du bist bestimmt von der und der Gruppe. Dann sage ich so, ich bin Muslim und ich bin nicht von irgendeiner Gruppe. Ich bin Muslim, Alhamdulillah. Nein, 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 du siehst genauso aus wie die. Ich sage, ich sehe aus wie ein Muslim. Hani, jeder Muslim sollte ähnlich aussehen, Janis. Jeder Muslim hat gewisse Eigenschaften. Sie tragen eher einen größeren Bart, eher einen kürzeren Schnurrbart. Sie kleiden sich dementsprechend, sie passen darauf auf. Und sie sprechen für den Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala und für nichts anderes. Hani, das sind so Anzeichen, wo man merkt, er ist Muslim, subhanallah, und nicht gewisse Gruppen, subhanallah. Sie kommen, aber sie wollen unbedingt wissen. Ja komm, sag, Hani. Auch im Internet, Hani, manchmal mache ich so Umfragen, dann fragen sie mal, von welcher Gruppe bist du? Ich bin von der Gruppe der Muslime. Hani, es gibt keine andere Alternative. Wenn euch jemand fragt, so sagt die Huwa Sammakum al-Muslimin. So wurden wir und auch schon die Menschen vor uns, die rechtschaffenen Menschen, wie? Sie wurden Muslime von Allah subhanahu wa ta'ala genannt. Und Allah sagt, innama al-mu'minuna ikhwatun. Und so seid ihr die Gläubigen. Ihr Gläubigen seid, nichts anderes kommt in die Frage. Innama. Nichts anderes ist möglich, als dass ein Mu'min der Glaubensbruder ist von einem anderen Mu'min. Nichts anderes kommt zur Frage. Nichts anderes. Sogar Imam Tabari, rahimahullah, in seinem Tafsir hat er etwas sehr Schönes analysiert. Er sagt, man kann im Arabischen, das Wort Bruder heißt Echun. Ein Bruder, Echun. Dann kannst du in der Pluralform sagen, also in der Mehrzahl, entweder Ikhwanun oder Ikhwatun. Und er hat analysiert, er sagt, Allah sagt hier Ikhwatun. Er nimmt diese Form. Er sagt, wenn man Ikhwanun sagt auf Arabisch, in der Pluralform, damit ist die sozusagen enge Freundschaft wie Familie gemeint. Enge Freundschaft wie Familie, dieses Bündnis, dass man Vertrauen zueinander hat. Ikhwanun. Doch er sagt, wenn man Ikhwatun sagt, dann ist es gemeint wie Familie. Wie wenn es Familie wäre. Das eine, Ikhwanun, ist so, man ist so vertraut wie eine Familie, aber Ikhwatun, es ist nicht so auszugrenzen, wie wenn es Familie wäre. Richtig wie Familie, sagt er. Das ist genau so gemeint. Ja, wie wenn es von deinem eigenen Blut ist, und so ist er auch von deinem eigenen Blut, denn unsere Urgroßväter sind die gleichen, Adam alaihissalam. Wir haben alle den gleichen Vater. Kein Unterschied. Ja, wir kommen schon vom selben Blut, aber, damit wir es verstehen, ja, nicht von derselben Vater und Mutter von der ersten Ebene. Aber er sagt, mit dem sagt Allah, Ikhwatun, meint er, dass es so ist, wie wenn du von dem gleichen Vater, also ersten Grades, vom gleichen Vater, von der gleichen Mutter kommst. So seid ihr Brüder und nichts anderes kommt zur Frage, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers. Allahu Akbar. Solch eine enge Brüderschaft, sagt er. Subhanallah. Und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagt uns deswegen, dass wir genau achten sollten, wer ist eigentlich, wir sagen zwar, innama al-mu'minuna ikhwatun. Hani, nur die Gläubigen sind wahrlich einander verbrüdert. Doch mit wem verbringen wir Zeit? Verbringen wir Zeit mit wirklich denjenigen, wo Allah sagt, sie sind eure Brüder? Oder suchen wir uns irgendwelche Fasiqun oder irgendwelche Kafirun als Freunde, die Allah solche Namen gegeben hat? Denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt uns, Ar-Rajulu ala dini khalilihi. Ein Mann ist auf der Religion von seinem Freund. Von seinem Freund. Schau, wie deine Freunde sind. Und frag dich, möchte ich wirklich morgen, Yawm al-Qiyamah, am jüngsten Tag vor Allah stehen? Mit diesen Freunden. Möchte ich mit diesen Freunden vor Allah stehen? Denn ich werde genau mit ihnen dorthin kommen. Wenn du sie liebst, mit ihnen wirst du zusammen sein. Und du, auch wenn du fest in deiner Religion bist, aber deine Freunde weit weg von der Religion sind, sie werden dich irgendwo mitziehen. Es wird leicht anfangen. Du wirst vielleicht irgendwann mal die Sunna verlassen. Dann wirst du deine Gebete anfangen, später zu beten. Langsam wirst du merken, wie du immer weiter und weiter von der Religion abkommst. Wie du immer wieder die Sünden leichtsinniger machen wirst, wie wenn du mit gottesfürchtigen Menschen unterwegs bist. Deswegen sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, schaut darauf. فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ Jeder von euch soll schauen, مَنْ يُخَالِلُ Wer sein Freund ist, wen er zu Freund nimmt. Deswegen ist wichtig, Allah sagt, eure Brüder, Leute, mit denen ihr aufsteht, mit denen ihr am Tisch sitzt, mit denen ihr isst, die ihr besucht, sind Mu'minun. Denn wahrlich, innama al-mu'minune ikhwatun. Das sind wahrlich eure richtigen Freunde, richtigen Brüder, subhanallah. Das ist die größte Brüderschaft, die es gibt, subhanallah. Und was vereinigt diese Herzen? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nichts anderes. Kein Geld der Welt, kein Wunder der Welt. Hani, manchmal, ich war mal in der Türkei, da habe ich einen Bruder kennengelernt, dann sagt er zu mir, ich will auch anfangen zu praktizieren. Das ist sehr schön und so. Dann sagt er, ja, weil ich habe gehört, von da und da gibt es irgendeine Gruppe, sie haben so Wunder. Der Mann macht irgendwie das Wunder, subhanallah.
dann sagst du, und deswegen willst du Religion praktizieren? Dann sagt er, ja. Dann sagt, dann gehst du zum Weg vom Shaitan. Der Shaitan wird, kann auch, es gibt Istidraj in unserer Religion, dass der Shaitan dir gewisse Sachen ermöglicht, die du gar nicht kannst, die du gar nicht als normaler, fähiger Mensch machen würdest. Dann wird er dir ermöglichen, irgendwas, selbst wenn er dich fliegen lässt, du wirst denken, okay, ich bin der größte Evliya, aber eigentlich bist du der größte Shaitan. Eigentlich bist du der größte Shaitan. Warum? Weil du was machst? Du läufst auf dem Weg, dass du nicht Allahs Wohlgefallen anstrebst. Diese Religion, die Gläubigen, sie verbindet nur La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sie leben für Allah, sie sterben für Allah, sie stehen auf mit dem Namen Allahs und sie gehen schlafen mit dem Namen Allahs. Sie essen, sie trinken mit dem Namen Allahs und kein Geld der Welt würden sie das austauschen. Innamal mu'minuna ikhwatun. Das sind wahrlich Gläubige. Deswegen praktizieren sie, deswegen haben sie diese Brüderschaft nur für Allah und für nichts anderes. Kein Wunder der Welt, kein Geld der Welt, kein Zeugnis der Welt, kein Zertifikat der Welt, nur Allah. Nur Allah. Mu'minun, das sind Mu'minun. Sie streben die Wohlgefallen von Allah an. Nicht Wunder, nicht irgendwas Außergewöhnliches, keine Position, nichts. Nur Allah. Allah soll mit mir zufrieden sein. Wieso helfe ich dir, Bruder? Für Allah. Nichts anderes. Weil wenn jemand so etwas anstrebt, so wird der Shaitan auf seinem Nacken sitzen und ihn glauben lassen, du bist gut. Wird Istidraj machen, er wird vielleicht fliegen können, aber all das wird ihm nichts helfen. Im Gegenteil, er wird mit seinem Shaitan in das Feuer gehen. Deswegen unsere Herzenschläge mit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wir sind Mu'minun, inshallah ta'ala, das ist unser Ziel. Und so sind wir mit Menschen zusammen, die wirklich, alhamdulillah, Mu'minun sind. Die Mu'minun sind. Und diese Brüderschaft ist stärker als jede andere Brüderschaft. Die Gelehrten sagen, Uhuwatuddini athbatu min uhuwatun nasabi. Die Brüderschaft in der Religion ist fester als die Brüderschaft von der Familie. Yani, dass du einen Bruder, einen richtigen Mu'min als Bruder hast, ist eine größere Brüderschaft, wie wenn du von demselben Vater und der Mutter einen Bruder hättest. Noch fester, sagen sie Gelehrten. Warum? Diese Brüderschaft, ihr wisst es selber bestimmt, in Nachrichten gehört und. Wie viele Brüder haben sich getötet? Warum? Wegen Geld. Ich möchte von meinem Vater das erben, ich möchte das erben, ich möchte das erben. Und er hat seinen eigenen Bruder deswegen getötet. Andere Familien, sie reden nicht mal mehr miteinander. Wegen Geld, wegen Sachen, die vergänglich sind. Doch ein Mu'min ist das kein Stück der Welt wert, ja, subhanallah. Er stellt deine Brüderschaft über allem, über Geld, über alles. Das werden wir in dem Beispiel, inshallah, nachher noch sehen, bei den Sahabas, subhanallah. Ihnen ist alles egal. Hauptsache, wir halten diese Brüderschaft da. Wir halten diese Brüderschaft da. Nichts der Welt würde ersetzen. Und da müssen wir uns auch fragen, sind wir Leute überhaupt, die mit diesem Vers angesprochen sind? Bin ich so ein Bruder? Bin ich so ein Bruder, der nichts in seine Freundschaft reinstellt? Subhanallah. Der nichts in seine Freundschaft reinstellt, außer dem Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala. Sonst nichts. Genauso müssen wir das uns fragen. Denn, Ukhuwatu dini la tanqati'u bimukhalafatin nasabi. Denn niemals geht die Glaubensbrüderschaft zu Ende sozusagen, wenn du von einer anderen Familie kommst. Wenn du von einer anderen Familie kommst. Uns ist es egal, ob er Türke ist, ob er Bosnier ist, ob er egal Syrer ist oder aus Eritrea kommt. Alles ist uns egal, Tunesien, ist uns egal. Er sagt, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Und alles, all diese Familienstämme, all dieses Reichtum, all dieses Geld ist verschwunden in deinem Auge. Du siehst nur bei ihm den Nur Allahs. Nur die Rechtleitung Allahs und deswegen liebst du ihn und alles ist vergangen. Und das war bei den Sahabern so. Bei den Gefangenen von Bedr, im Krieg Bedr, was war? Das habe ich euch schon mal erzählt. Musab bin Umair radiallahu anh sieht seinen Bruder Ebul Aziz, wie einer von den Ansar seine Hände bindet. Und Musab bin Umair radiallahu anh sagt, binde seine Hände noch fester. Denn seine Mutter hat genug Geld, um die Fidye für ihn zu zahlen. Dann sagt Ebul Aziz, was sagst du da? Du bist mein leiblicher Bruder, Hani. Aber er ist in den Reihen von den Feinden Allahs. Er ist in den Reihen von den Feinden Allahs, der Allah seine Religion, den Propheten sallallahu alaihi wasallam bekämpft. Er ist gefangen und er sagt, nein, du bist nicht mein Bruder. Mein Bruder ist der, der deine Hände bindet. Ein Ansari. Jemand, der nicht mal aus Mekka kommt, nicht von den Quraysh ist, nicht von seiner Familie ist. Er ist mein Bruder, du bist nicht mein Bruder, sagt er. Jemand, der den Gesandten sallallahu alaihi wasallam bekämpft, kann nicht mein Bruder sein. Er ist mein Bruder, denn innamal mu'minuna ikhwatun. Denn wir Gläubigen, mu'minun, nur wir sind feste Brüder. Nur wir und nichts anderes kommt bei uns in die Frage, subhanallah. Und die Brüderschaft ist eine sehr große Barmherzigkeit Allahs, die er uns gegeben hat, subhanallah. Du als Mu'min hast auf der ganzen Welt Brüder. Du bist in einer Familie, die unendlich ist, subhanallah.
Sogar die Engel sind mit dir verbrüdert, subhanallah. Sogar die Engel lieben dich, subhanallah. Überall hast du Freunde und überall hast du Allah als Mu'min. Überall hast du Allah, subhanahu wa ta'ala, mit dir, subhanallah. Und egal wohin du gehst, lauf in die Masjid rein, sag Assalamu alaikum und überall hast du Brüder, subhanallah. Das ist der Vorzug des Islams. Es gibt keinen Ort, wo du keinen Muslim wahrscheinlich findest, subhanallah. Überall wirst du irgendjemanden finden, dessen Herz für Allah schlägt. Und überall wirst du so einen Bruder finden, subhanallah. Und wie gesagt, es gibt keinen anderen Namen. Überall, wo du hingehst, wirst du die Muslimun, alhamdulillahi rabbil alamin, finden. Und das ist eine Barmherzigkeit, die uns von Allah subhanahu wa ta'ala gegeben worden ist. Und deswegen müssen wir den Wert sehr gut anerkennen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Ali Imran im 103. Vers, وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. So haltet allesamt an der Religion, an dem Seil von Allah subhanahu wa ta'ala fest, am Islam fest. وَلَا تَفَرَّكُوا, spaltet euch niemals. Und dann sagt er, das ist sehr, sehr wichtig, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. So erinnert euch an die Gabe Allahs, die er uns mit dieser Brüderschaft gegeben hat. Dass wir allesamt, egal wo, wir Leute finden, dessen Herzen für La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah schlagen. Und dann bezogen auf Hazrej und Aus, die zwei Stämme in Medina, إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. Ihr wart Feinde, ihr habt euch bekämpft. Die Aus und Hazrej, diese zwei Stämme in Medina, sie haben sich so stark bekämpft, sie haben ihre eigenen Väter getötet. Eine von den Gegnern die Väter getötet. Die Kinder getötet, subhanallah, die Verwandten getötet. Sie haben Blut fließen lassen, doch mit dem Islam, mit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, war alles vergessen, subhanallah. Allah hat ihnen die Brüderschaft gegeben. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Und Allah hat ihre Herzen zueinander wärmen lassen. Allah hat die Herzen von Aus und Hazrej, die sich über alles gehasst haben, mit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hat er ihre Herzen zueinander was machen lassen? Wärmen lassen. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Und dann hat euch Allah subhanahu wa ta'ala zu Brüdern gemacht. Zu solchen Brüdern, dass im Krieg Jermuk drei Leute auf dem Boden liegen, verletzt. Die Sahaba nach der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind im Krieg, sie liegen auf dem Boden. So geht einer mit dem Wasser und will dem Verletzten Wasser geben. Der erste, Haris bin Hisham, radiallahu an, er geht zu ihm hin und er sagt Wasser, Wasser, Wasser. Er will ihm gerade Wasser bringen, auf das Ikrimah von weiter weg auch scheint Wasser, Wasser, Wasser. Dann sagt dieser Haris radiallahu an, sagt sofort, geh zu Ikrimah. Obwohl er auch braucht. Er läuft zu Ikrimah, will ihm gerade Wasser geben, dann schreit Ayyash bin Abi Rabia, er sagt Wasser, Wasser, Wasser. Dann sagt Ikrimah, geh zu ihm, zu meinem Bruder, subhanallah. Er bevorzugt seinen Bruder vor sich selber, Allahu Akbar. Geh zu ihm, er läuft zu ihm, doch als er bei Ayyash ankommt, radiyallahu an, ist er Shahid geworden. Dann sagt er, geh schnell zurück zu Ikrimah, gib ihm Wasser, aber er sieht auch, er ist Shahid geworden. Er geht schnell zurück, zu wem? Zu Haris bin Hisham, radiyallahu an, und auch er ist Shahid geworden, subhanallah. Sie haben sich das Leben ihres Bruders vor sich selber bevorzugt und sie sind zu Allah gegangen als Leute des Paradieses, subhanallah. So sind sie zu Allah gegangen. Sie haben ja nicht gesagt, es wäre keine Sünde, wenn er gesagt hätte, gib mir einen Schluck, danach geh zu ihm. Doch in diesem Moment, innama al-mu'minuna ikhwatun, sie denken an ihren Bruder mehr als an sich selber. Sie denken an ihren Bruder mehr als an sich selber, subhanallah. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt uns was? La yu'minu ahadakum. Niemals. Ihr könnt so oft wie ihr wollt behaupten, dass ihr Iman habt. So oft wie ihr wollt könnt ihr sagen, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wir glauben an die Botschaft Allahs. Doch hatta, bis ihr nicht diese Sache macht. Yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bis ihr nicht eurem Bruder das, was ihr euch wünscht, eurem Bruder wünscht. Bis ihr das, was ihr für euch liebt, mehr das für euren Bruder euch wünscht, habt ihr kein Iman. Habt ihr kein Iman, subhanallah. Allah Akbar, heute, ich sehe so oft in den Nachrichten, irgendwo in Istanbul, weil die Frau keine Vorfahrt gegeben hat, wird sie angegriffen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lass doch, dann gib du ihr Vorfahrt. Sie ist auch deine Glaubensschwester. Allahu Akbar. Oder Leute töten sich, so viele Menschen sterben im Verkehr. Warum? Vorfahrt. Organisation passieren, subhanallah, Parkplätze. Du siehst einen Parkplatz frei, der will rein, der will rein. Stopp. Gib deinem Bruder die Vorfahrt, subhanallah. So einfache Sachen, subhanallah. Nicht mal das kriegen wir hin. Diese Menschen haben was? Ihr Leben, das Leben ihres Bruders vor ihrem Leben bevorzugt.
Allahu Akbar. Warum? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sie haben das verstanden. Innamal mu'minuna ikhwatun. Die haben diesen Vers besser verstanden wie wir. Und deswegen, es gibt ein sehr schönes Sprichwort im Türkischen. Sie sagen, aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir. Nicht diejenigen, die dieselbe Sprache sprechen, können sich verstehen, sondern diejenigen, die die gleichen Werte leben, werden sich gut verstehen. Yani, wenn wir die Werte La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, die Werte aus dem Koran und der Sunna leben, dann verstehen wir uns gegeneinander. Dann werden wir harmonisch miteinander sein. Dann werden wir diesen Vers verstehen und sehen, welche Barmherzigkeit in dieser Brüderschaft liegt. Und dann heißt es, gibt es nochmal ein Sprichwort, Kalpten kalbe giden bir yol vardır. Vom Herz zu Herzen gibt es einen Weg. Es gibt einen Weg vom Herzen zum Herzen, subhanallah. Hani, der Bruder Edis zum Beispiel, subhanallah, der ist einmal gekommen, aber er ist jemand, der La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sagt, im ersten Moment habe ich ihn geliebt. Allahu Akbar. Im ersten Moment habe ich ihn geliebt. Genauso wie jeder andere von euch auch, subhanallah. Jeden, wo ich von euch gesehen habe, im ersten Moment, du umarmst ihn, salamu alaikum wa alaikum salam, fertig. Du liebst ihn, Allahu Akbar. Das ist die Liebe, die dir Allah in das Herz gibt. Die dir in das Herz gibt, dass du gerne diesen Bruder dann siehst. Dass du gerne mit ihm bist. Und das ist die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, die er uns Gläubigen gegeben hat. Alhamdulillah. Wie? Nur mit diesem Satz, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Also müssen wir den Wert, ein Mu'min zu sein, wissen. Und genauso in der Hajj auch. Ich war in der Hajj. Auf einmal ist jemand aus Usbekistan oder so war er, glaube ich. Er saß neben mir. Ich habe diesen Mann noch nie in meinem Leben gesehen. Er hat mich gesehen, hat mich umarmt. Hat die ganze Zeit irgendwas gesagt, ich weiß nicht was, aber er hat gelächelt. Ich glaube, er hat was Positives gesagt. Er hat mit mir Fotos gemacht. Er hat mich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Wir haben Fotos gemacht, wir haben uns umarmt. Der hat mir irgendwas auf seine Sprache gesagt. Ich habe ihm irgendwas auf meine Sprache gesehen. Wir haben uns angelächelt. Für was? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und jeder von euch, wo zu Mekka mal gegangen ist, hat das bestimmt gesehen. Die Menschen interessiert das nicht, welche Hautfarbe du hast, wie viel Geld du in deiner Hosentasche hast. Alles interessiert dir nicht. Wenn du kein Geld hast, komm, dann teilen wir mein Geld. Hast du kein Zuhause, komm in mein Zuhause, dann bist du bei mir. Du bist mein Bruder. Du bist enger als mein leiblicher Bruder. Du bist enger als mein leiblicher Bruder. Das ist wirklich mehr als Gold wert. Diese Brüderschaft, die uns Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Deswegen müssen wir den Wert anerkennen. Und das ist schwer, diesen Wert anzuerkennen. Das ist schwer, diesen Wert anzuerkennen, weil es sieht leicht im Auge aus, vor allem, weil wir es nicht leben. Vor allem, weil wir es behaupten zu wissen, aber nicht leben. Ibn Abi Lubabe, rahimahullah, einer von den aufrichtigen Vorfahren, von den sozusagen Tabi'in, er hat jemanden gesehen, Imam Mujahid, rahimahullah, der Schüler war von Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhumah, yani den großen Alim. Imam Mujahid Rahimullah sieht ihn, gibt ihm die Hand, lächelt ihn an und schüttelt seine Hand und sagt den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wenn er gesagt hat, wenn zwei Gläubige sich treffen, sich anlächeln, ihre Hände schütteln, so fallen ihre Sünden wie die Blätter von den Bäumen fallen, sagt diesen Hadith. Ibn Abi Lubabe Rahimullah sagt, subhanallah, oh Imam Mujahid, ich verstehe diesen Hadith nicht, weil wie kann so eine einfache Sache, dass wenn du deinen Bruder siehst, seine Hand schüttelst, in diesem Moment, wie kann es sein, dass mit so einer einfachen Tat die Sünden fallen, subhanallah. So sagt Imam Mujahid, rahimullah, sag so etwas nicht, sagt er. Sag so etwas nicht, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, لو أنفقت ما في الأرض جميعا. Und wenn du alles, was es auf der Erde geben würde, ausgeben würdest, alles Geld, Vermögen, Gold, Schätze ausgeben würdest, مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, so hätte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam niemals geschafft, die Herzen von Aus und Hazrej zu vereinen, sich gegenseitig lieben zu lassen. So wie in dem Beispiel, dass sie ihn vor seinem eigenen Leben bevorzugen. Jemand, dessen Freunde deine Eltern getötet haben. Überleg mal. Jemand hat seinen Stamm, hat deine Familienangehörigkeiten getötet und plötzlich fangst du an, ihn vor dir selber bevorzugen. Dass du ihn vor dich nimmst, subhanallah. Dass du sagst, hey, lieber lebst du als ich. So, das hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gegeben. Und hätte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam alles, was es auf der Erde gibt, ausgegeben dafür, er hätte es nicht geschafft. Nur, walakinna Allah allafa bainahum. Nur Allah. Doch Allah hat ihre Herzen zueinander gewendet, subhanallah. Ja, das ist so eine große Sache. Dass du, wenn du einen Bruder lieben kannst, das ist das, dass Allah dein Herz lieben lassen hat. Subhanallah. Und diese Dankbarkeit muss man spüren. Denn sonst nimmt Allah subhanahu wa ta'ala das von uns weg, was auch passiert ist. Was auch passiert ist, dass dann angefangen die Leute, die Muslime, ihre Herkunft vor den Iman zu
bevorzugen. Das ist passiert leider, subhanallah, in der Geschichte sehr oft. Und dann hieß es, ja, sie haben, ich habe mit einem Muslim geredet, der fünfmal am Tag sich vor Allah niederwirft, aber nicht verstanden hat, was sich niederwerfen bedeutet, was Islam bedeutet, sich Allah ergeben bedeutet, der zu mir sagt, ich habe ein türkisches Islamverständnis. Ich habe ein türkisches Islamverständnis, ich verstehe den Islam nicht, so wie die Araber. Genauso habe ich Araber gesehen, die sagen, wir verstehen den Islam nicht so wie die Türken. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Der Islam ist eins. Der Islam ist eins. Koran und Sunna. Weder wie der Türke es versteht, weder wie der Syrer es versteht, weder wie der Saudi es versteht, nur wie Allah und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam es versteht. Alles andere ist unwichtig. Alles andere ist unwichtig, subhanallah. Mich interessiert es nicht, wie du es verstehst. Mich interessiert es, was meint Allah und sein Gesandter, sallallahu alaihi wasallam. Und diese Brüderschaft ist wertvoll. Daraufhin sagte Ibn Abu Lubabah, rahimahullah, Allahu Akbar. Jetzt erkenne ich diesen Wert. Jetzt erkenne ich den Wert, subhanallah. Und weiß, Allah gibt diese Sache so einen Wert, dass wenn wir uns die Hände geben, uns diese Brüderschaft pflegen, dass unsere Sünden von uns verfallen. Und sagt, da habe ich gemerkt, dass Imam Mujahid, rahimahullah, den Koran um einiges besser versteht, als ich, subhanallah. Und so haben sich die Herzen der Sahaba, weil sie das gelebt haben, zueinander so gewärmt, dass sie ihre Brüder vor alles bevorzugt haben. Eine Sache, die ich auch euch öfters erzählt habe, von Jabir bin Abdullah, radiyallahu anhumah, er sagt, wenn wir die Datteln gesammelt haben für die Muhajirun, diejenigen, die sozusagen ihre Häuser verlassen haben, nach Medina gekommen sind zu den Ansar, aber nichts mehr zu essen und trinken haben, kein Geld haben, so haben wir unsere Datteln mit ihnen geteilt, aber wir wussten genau, sie wollen nicht viel von uns nehmen. So haben wir in die Körbe unten Äste reingelegt, danach Datteln reingelegt, damit es so aussieht, wie in dem Korb mehr Datteln wären. In einem anderen Korb haben wir nur Datteln reingelegt, aber es war niedriger. Und wir wussten ganz genau, die Muhajirun sind so, sie wollten uns nicht belasten. Sie haben die Körbe genommen, wo weniger drin war. Weil sie das gewusst haben, haben sie extra in manche Körbe mehr Äste reingelegt, damit es nach mehr aussieht. Und die Muhajirun sind gekommen, haben die Körbe genommen, wo weniger drin war. Und die Ansar haben sich gefreut, dass sie ihren Brüdern mehr Datteln gegeben haben. Subhanallah. Mehr Datteln gegeben haben. So haben sie an ihre Brüder gedacht, subhanallah. So haben sie an ihre Brüder gedacht, denn sie haben die Aussprache des Propheten sallallahu alaihi wasallam verstanden, wo er sagte, dass wir unseren Bruder vor uns selber bevorzugen müssen. Dass wir das, was wir uns wünschen, für uns lieben, unseren Bruder auch wünschen und für ihn lieben müssen, subhanallah. Und diese Sache muss man pflegen. Und man muss alle Interessen beiseite legen. Alle Interessen beiseite legen, nur den Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala anstreben. So sagt der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, gibt uns eine Nasiha. Einen längeren Hadith, ich fange etwas in der Mitte an. So sagt er, وَلَا تَحَسَّسُوا. So versucht nicht zu hören, was reden eure Brüder. Ich habe manchmal so, im Dorf habe ich es mal gesehen, da haben sich welche getroffen in einem Raum, der Muhtar, der so Bürgermeister sozusagen. Dann gehen die anderen hin vom Dinger, legen so Gläser an die Wand und wollen zuhören, was redet da drin. Subhanallah. وَلَا تَحَسَّسُوا. Mach das nicht. Versuch nicht, deine Brüder zu spionieren. Wenn er mit dir redet, dann hör ihm zu. Wenn er jemanden privat redet, dann hör ihm nicht zu. Das geht dich nichts an. وَلَا تَحَسَّسُوا. Danach, وَلَا تَجَسَّسُوا. Such nicht die Fehler eurer Brüder. Sucht nicht die Fehler, ihr eure Brüder. Schaut nicht, wann macht er einen Fehler, damit ich sie ihm vor die Nase halten kann. Subhanallah. Jeder Mensch macht Sünden. Jeder Mensch macht Fehler. Such nicht die Fehler deiner Brüder. Such nicht die Fehler deiner Brüder und halt sie vor. Subhanallah. Mach das nicht, sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Etwas, was leider auch sehr, sehr oft gemacht wird. Subhanallah, einmal hat mich jemand gefragt, Bruder, ist Zins haram? Dann sage ich, ja, Zins ist haram. Sogar so haram, dass es gibt nur zwei Sachen, wo Allah den Krieg erklärt. Und eins von diesen Sachen ist Zins. Eins von diesen Sachen ist Zins. Und das andere ist einem Hadith, in einem Qudsi Hadith, wo Allah sagt, er erklärt den Krieg gegenüber dem, der gegen die Freunde Allahs kämpft. Gegen diejenigen, die Allah liebt. Wer gegen sie kämpft, so hat er einen Krieg mit Allah. Und das andere ist im Koran, wo er sagt, diejenigen, die den Zins, was? Verzehren. Nur in diesen zwei Sünden. So eine Sünde ist das, habe ich gesagt. Dann sagt er, ja, aber du bist der Einzige, der das sagt. Dann sage ich, ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Und selbst wenn ich der Einzige wäre, der das sagen würde, Allah ist mein Zeuge im Koran. Allah ist mein Zeuge im Koran, weil ich sage genau das, was Allah sagt. Dann sagt er, ja, aber sogar die Imame nehmen Zinsen. Ja, Allahu Akbar. Und jetzt? Allahu Akbar. Was geht dich der Fehler von jemand anders an?
Subhanallah. Schau, dass du sauer bist. Wenn irgendein Imam irgendeinen Zins verzehrt hat, das ist sein Fehler. Subhanallah. Wala tajassasu. Such nicht die Fehler eurer Brüder. Wala tanafasu. Und geht nicht gegeneinander hochmütig vor. Subhanallah. Yani, dein Bruder hat etwas erlangt. Versuch nicht immer besser zu werden wie er. Yani, indem du sozusagen ihm das nicht gönnst. Subhanallah. Und das ist passend zu dem nächsten. Wala tahasadu. Seid nicht neidisch gegenüber eurer Brüder. Seid nicht neidisch. Allah hat ihm eine schöne Frau gegeben. Alhamdulillah, sei froh über deinen Bruder. Allah soll ihm noch viel schönere Sachen geben. Ein schönes Haus gegeben, sei froh. Sag Alhamdulillah, dass Allah dir so etwas gegeben hat. Und. Sei nicht neidisch auf deinen Bruder. Sei niemals neidisch auf deinen Bruder. Wala tabaghadu. Und sei niemals von einem Glaubensbruder abgeneigt. Egal, ob er eine andere Hautfarbe hat, egal, ob er einen komischen Dialekt hat, egal, ob er komische Klamotten anhat, egal, ob er komisch aussieht, sei niemals von einem Mu'min abgeneigt. Niemals von deinem Glaubensbruder abgeneigt. Wala tadabaru. Wendet euch niemals voneinander ab. Wende dich niemals. Du hast Glaubensbrüder. Wende dich niemals von diesen Gemeinschaften ab. Wende dich niemals von diesen Gemeinschaften ab. Wa kunu ibadallahi ikhwanan kama amarakum. Und o Diener Allahs, seid Brüder, so wie es euch befohlen worden ist. Von Allah subhanahu wa ta'ala. Seid Brüder, so wie es euch Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat. Lebt diese Brüderschaft, die euch Allah gegeben hat. Denn al-Muslimu achul Muslim. Denn der Muslim ist der Bruder des anderen Gläubigen. Jeder Muslim, jeder, der sagt, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, egal aus welchem Kontinent, egal aus welchem Land, egal welche Kleidung, egal welche Hautfarbe, ist dein Bruder mit den Worten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also, La yadlimuhu, niemals würde ein Muslim einen anderen Muslim unterdrücken. Niemals würde er ihn unterdrücken, ihn schlecht behandeln. Niemals. Wala yakhzuluhu, niemals würde er ihn hintergehen. Niemals würde ein Muslim einen anderen Muslim hintergehen oder dem Feind übergeben. Wala yakdhibuhu, niemals würde ein Muslim einen anderen Muslim anlügen. Niemals. Wala yahqiruhu, und niemals würde er einen Muslim einen anderen Muslim was machen? Niemals verachten. Niemals würde ein Muslim einen anderen Muslim verachten. Danach sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "At-taqwa hauna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat." Und dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam zeigte dreimal auf seine Brust und sagte: "At-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna." Und die Gottesfurcht, die Frommheit ist hier. Yani, jeder muss sich fragen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wo, was spürst du in deinem Herzen, wenn du einen Muslim siehst? Hast du die Freude, subhanallah, dass wenn du ihn siehst, dass du ihn so sehr liebst oder nichts? Yani, jeder, wenn er seinen Glaubensbruder sieht, muss er sich fragen, spüre ich wirklich das im Herzen, dass ich ihn wirklich liebe? Das, was Allah im Koran sagt, innamal mu'minuna ikhwatun. Spüre ich diese Liebe, dass ich ihn vor alles bevorzuge? Dass ich ihn für alles was bevorzuge und nur für Allah subhanahu wa ta'ala liebe. Und er sagt, At-taqwa hauna. Hier ist die Gottesfurcht, hier ist die Frommheit, hier ist die Taqwa in eurer Brust versteckt. Das weiß nur Allah. Jemand kann lächeln gegenüber seinem Bruder, aber was verspürt er in seinem Herzen? Liebt er wirklich seinen Bruder über alles, so wie es uns befohlen worden ist? Danach, subhanallah, sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, bihasbim ri'in mina sharri ein yahqira akhahul muslim. Es genügt dem Menschen, dass er seinen Bruder verachtet, niedersieht, klein sieht als Sünde. Das genügt ihm als Sünde, subhanallah. Sowas, dass du einen Muslim klein siehst, verachtest, reicht dir als Sünde, um dich ins Feuer zu bringen. Das genügt dir als Sünde, sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. So viel Wert legt Allah auf diese Brüderschaft, subhanallah. Das genügt dir als Sünde, um ins Feuer zu landen. Das genügt dir. Du brauchst keine andere Sünde zu machen. Du brauchst keinen Zina machen. Du brauchst keine Menschen zu töten. Du brauchst keinen Diebstahl zu machen. Es genügt dir, dass du deinen Bruder niedersiehst, klein siehst, nicht wertvoll siehst, subhanallah. Doch Allah hat ihm den größten Wert gegeben mit diesem Koran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Du kannst ihn niemals niedersehen, niemals klein sehen. Denn kullul muslimi ala al muslimi haramun. Denn jeder Muslim ist gegenüber dem anderen Muslim heilig. Verboten anzurühren, subhanallah. Heilig gemacht worden von Allah. Demuhu wa maluhu wa irduhu. Sein Blut ist heilig. Sein Vermögen ist heilig. Und was? Seine Ehre, sein Stolz ist heilig. Und dazu gehört auch die Frauen. Subhanallah. Dazu gehören auch die Frauen. Jede Frau, gläubige Frau ist heilig. Du kannst sie niemals ausnutzen, subhanallah. Du kannst sie niemals versuchen reinzulegen. Um was? Deinen Gelüsten nachzugehen, subhanallah. Wie viele Männer versuchen, Frauen reinzulegen, subhanallah, nehmen ihre Keuschheit und schmeißen sie weg.
Möge Allah subhanahu wa ta'ala davor bewahren. Einer der größten Sünden, Allahu Akbar. Sie ist heilig von Allah subhanahu wa ta'ala. Und du bist verantwortlich. Selbst wenn dieses Mädchen zu dir sagt, ja komm, wir wollen eh in Zukunft heiraten, lass uns alleine treffen. Nein, du bist von Allah heilig gemacht worden. Ich kann mich mit dir nicht alleine treffen. Allah hat dir dieses, auch wenn du das nicht anerkennst, ich erkenne es bei dir an. Ich kann mich mit dir nicht alleine treffen. Allah hat dich heilig gemacht. Ich muss diese Sache ehren. Subhanallah. Wa irduhu. Ihre Stolz, ihre Ehre ist für dich heilig gemacht worden. Du kannst das nicht einfach so angehen. Subhanallah. Und deswegen müssen wir diese Nasiha des Propheten sallallahu alaihi wasallam befolgen, diese Sachen. So müssen wir nachdenken. Nicht die Fehler unserer gläubigen Brüder suchen, nicht versuchen sie auszuspionieren, niemals unterdrücken, niemals klein sehen, subhanallah. Und alles, die Frauen, wie auch die Männer, alles von ihnen, ihren Vermögen, subhanallah, er kann sein ganzes Gold auf deinem Tisch liegen lassen. Wenn er zurückkommt, genau so hat er es wieder. Sicher. Denn وَمَالُهُ auch sein Vermögen ist heilig. Und sein Blut ist heilig. Seine Tochter ist heilig. Seine Frau ist heilig. Alles ist heilig, subhanallah. Du kannst ihn niemals anrühren. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ. Und so müssen wir unsere Sache pflegen zwischen den Glaubensbrüdern. Wir müssen das pflegen. Und vor allem, wir müssen gut miteinander sprechen. Sogar Allah sagt, وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا. Sprich zu den Menschen gut. Geschweige denn zu den Glaubensbrüdern. Geschweige denn zu den Glaubensbrüdern. Nee, du bist beauftragt worden, zu allen gut zu sprechen. Geschweige denn zu deinen Glaubensbrüdern, musst du besonders gut sprechen. Danach sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَسْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. So schlichtet sofort zwischen euren Geschwistern. Letzte Woche haben wir Alhamdulillah darüber ausführlich gesprochen, über das Schlichten. Haben diejenigen vielleicht, die nicht da waren, sondern auf jeden Fall den Unterricht anhören, damit ihr das Schlichtsprozess gut kennt. Deswegen werde ich nicht so tief reingehen. Aber auch wenn wir so eine enge Brüderschaft haben, ist es unvermeidbar, dass Streit passieren kann. Weil überall, wo der Mensch ist, kann Streit passieren. Auch wenn es zwei Mu'minun sind. Darüber haben wir letzte Woche auch geredet. Überall, wo der Mensch ist, kann ein Streit passieren. Selbst der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, war was? War ein Monat lang von wem? Von seinen Ehefrauen, mit seinen Ehefrauen sozusagen in Anführungszeichen in einem Streit. Denn sie haben nicht miteinander gesprochen. Ein Monat lang. Ja, da ist es menschlich. So etwas kann passieren. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Hud, im 118. und 119. Vers, Bismillah, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ. Und wenn dein Herr wollen würde, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und wenn dein Herr wollen würde, لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. So würde er die ganzen Menschen als eine Gemeinschaft herabsenden. Sie würden die gleiche Sprache reden, sie würden vielleicht die gleiche Religion, alles gleich. Doch trotzdem wäre es unvermeidbar, dass sie miteinander nicht streiten. Denn وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Denn alle, sie würden trotzdem in eine Meinungsverschiedenheit kommen, streiten, außer diejenigen, gegenüber denen Allah subhanahu wa ta'ala was? Gnade erweist. Barmherzig ist, subhanallah. Außer denen, Allah subhanahu wa ta'ala, Gnade erweist, sie würden trotzdem streiten. Trotzdem unvermeidbar. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ. Und das ist der Grund, warum ihr erschaffen worden seid. Und das ist der Grund, warum ihr erschaffen worden seid. Einige Mufassirun von den Salaf haben gesagt, dass hier gemeint ist, und das ist der Grund, warum ihr erschaffen worden seid, dass es die Prüfung ist. Dass wenn wir streiten, dass das eine Prüfung ist, auch zwischen den Mu'minun, um zu zeigen, wie wir in diesem Streit vorgehen. Um zu zeigen, wie wir mit diesen Streitigkeiten vorgehen. Streben wir wirklich den Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala an, oder versuchen wir unser Ich bin im Recht. Ich muss im Recht sein. Subhanallah. Warum? Ich bin vielleicht stärker. Ich habe vielleicht mehr Geld. Ich bin vielleicht angesehener bei den Menschen. Aber auch wenn er der niedrigste Mensch ist, sozusagen von der Position her, vielleicht nicht so einen tollen Job wie du hat, vielleicht nicht so viele Freunde hat wie du, wenn er im Recht ist, ist das deine Prüfung zu zeigen, gibst du ihm das Recht. Oder nur weil du, keine Ahnung, ein Staatsführer bist, nimmst du sein Recht von ihm weg. Deswegen sind wir erschaffen worden, um das Allah subhanahu wa ta'ala zu beweisen, ob wir gerecht bleiben. Ob wir gerecht bleiben. Aber unsere Aufgabe ist es, ja, Streit ist überall möglich, das auf das Minimum zu reduzieren. Das auf das Minimum zu reduzieren. Ja, wir versuchen, so wenig Konflikte wie möglich zu haben, aber wenn Konflikte zustande kommen, mit den Richtlinien der Religion zu schlichten. Mit den Richtlinien der Religion zu schlichten. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Und das ist unser Maßstab. Nicht die Kultur, nicht irgendeiner, der immer zwischen den Menschen
schlichtet zwischen seinen eigenen Gedanken, so wie er möchte, subhanallah, nicht so schlichtet, sondern dass man hingeht und mit dem Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala das Urteil von ihm aufsucht, so wie es uns auch Allah im Koran befiehlt. Was sagt er uns in Sure Nisa? Ya ayyuhalladhina amanu, o Gläubige, ati'ullaha wa ati'ur Rasul, gehorcht Allah und gehorcht seinem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, befolgt sie, wa ulil amri minkum, und denjenigen, die Befehlsgewalt unter euch haben, das sind die Umara und die Fuqaha, yani diejenigen, die in der Staatsposition sind, in islamischen Staaten, befolgt sie, Emirul Mu'minun, Emirul Mu'minin, wenn der Emirul Mu'minin etwas sagt, befolgt ihn. Wenn die Fuqaha, eure Gelehrten, eure rechtschaffenden Gelehrten etwas sagen, befolgt sie. Und danach, wenn es Meinungsverschiedenheiten geben sollte, فَإِن تَنَازَعْتُمْ, wenn ihr in einer Sache unstimmig seid, wenn ihr eine Meinungsverschiedenheit, wenn ihr einen Streit habt, فِي شَيْءٍ, in irgendeiner Sache, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, so führt das sofort zu Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Nicht zu irgendetwas anderem. Schaut, okay, wir haben uns gestritten, gehen wir hin und schauen wir mal, wer hat recht. Gehen wir hin zu einem wissenden Mann, zu einem gerechten Mann, der auch die Fähigkeit hat, darüber haben wir, wie gesagt, letzte Woche gesprochen, wer schlichten darf. Gehen wir hin und schauen wir, was sagt Allah und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam, und ergeben wir uns diesem Urteil, der wo Recht hat, hat Recht, der wo Unrecht hat, hat Unrecht. Wenn in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhiri, wenn wir wirklich jene sind, die an Allah glauben und an das Jenseits. Wenn wir wirklich Allah fürchten, dann machen wir das. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, denn das ist besser für uns und bringt auch das bessere Ergebnis. Und bringt auch das bessere Ergebnis für uns, subhanallah. Ja, das ist unser Maßstab. فَأَسْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, wir sofort versuchen wir diese Brüderschaft sofort festzuhalten und diesen Streit zu vermeiden, subhanallah. Und wenn wir außerhalb der Religion Schlichter suchen, so geht das im Mord und Todfall aus, subhanallah. Ich habe vorhin das Beispiel gegeben, wie viele Brüder tun sich töten wegen der Erbschaft. Wie viele Brüder, ich kenne das sogar von meiner Familie in der Türkei, wie oft sie vor Gericht waren. Und ich gehe hin und ich sage zu meinen Verwandten, ich sage, hey, Allah hat das fest geregelt im Koran. Ihr seid jene, ihr sagt, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah hat das schon geregelt für euch. Ihr müsst euch nicht streiten. Allah hat genau gesagt, wie viel dein Recht ist, wie viel dein Recht ist, wie viel dein Recht ist. Glaubst du an Allah? Liebst du den Gesandten sallallahu alaihi wasallam? Liebst du den Koran? Wenn sagst du, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, all das beiseite, ihr seid eine Familie, ihr müsst euch nicht streiten, Allah hat das für euch geregelt. Vertraust du auf Allah oder vertraust du nicht auf Allah? Sagst du, Allah ist gerecht, oder sagst du, Allah, ma'adallah, ist ungerecht, subhanallah? Sagst du so etwas, Sani? Weil das zeigst du in deinem Leben, indem du sagst, nein, ich möchte nicht dieses Urteil, ich suche woanders ein Urteil. Das zeigst du. Du zeigst, dass du Nifaq hast, dass du in deinem Herzen eigentlich nicht glaubst, subhanallah. Und das ist das Problem, dass wir woanders Sachen, Urteile suchen, subhanallah. Aber das Wichtige ist, haben wir gesagt, dass wir sofort reagieren und dem, der Recht gibt, sein Recht zuschreiben. Und wir Muslime müssen in dieser Sache immer wie eine Brücke sein. Wir dürfen niemals eine Blockade sein, sondern immer eine Brücke. Yani du, als auch wenn du nicht schlichten kannst, musst du eine Brücke sein, wie du diese zwei Gruppen, diese zwei Brüder zueinander bringen kannst. Und du darfst nicht eine Blockade sein, indem du noch mehr in das Feuer was? Ethanol gießen tust, das ist richtig, anfangen zu brennen. Du musst was? Keine Blockade sein. Du musst sogar manchmal, selbst wenn dir in diesem Streit etwas gefallen ist, was die andere Seite nicht gehört hat, musst du das verschweigen, darfst du nicht sagen. Manchmal haben wir gesagt, letzte Woche muss man auch mal lügen, was keine Lüge ist. Was keine Lüge ist im Streitfall. Obwohl Lüge die größte Sünde ist, in dieser Sache ist keine Sünde. Manchmal muss man das machen, denn du musst eine Brücke sein. Du musst eine Brücke sein zwischen deinen Brüdern. Und damit wir uns daran erinnern, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, was ich letzte Woche auch gelesen habe. Ala ukhbirukum bi aftala min darajati siyami wa salati wa sadaqati. Er sagt, passt auf, soll ich euch berichten von einer Tat, die besser ist als das freiwillige Beten. Freiwillige, was machen? Freiwillige Spenden. Und freiwillige Fasten. Besser. Bella, ja Rasulullah. Natürlich, sag uns, was ist besser, als freiwillig zu beten, nachts aufzustehen, zu beten, zu spenden und zu fasten, subhanallah. Islahu dhatil bayni. Dass ihr zwischen den Menschen was macht? Schlichtet. Dass ihr zwischen den Menschen sofort schlichtet, subhanallah. Das ist besser. Warum? Wir haben gesagt, es tut der Gemeinschaft gut. Und wenn etwas für die Gemeinschaft gedacht hast, ist es immer besser, wie wenn es nur für dich ist. Wie wenn es nur für dich ist. Wa fasadu dhatil bayni. Doch das Unheil stiften zwischen den Gemeinschaften, zwischen den zwei Personen, subhanallah. Was ist das? Al-Haliqah.
das ist Rasieren. Das ist, wie wenn du rasierst. Und danach in einer anderen Überlieferung sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, damit wir das verstehen, was damit gemeint, لا تقول تخلق الشر. Er sagt, ich sage nicht das Rasieren deiner Haare. Yani, damit ich gemeint, auf null rasieren. تخلق الشر. Ich meine nicht, dass ihr eure Haare auf null rasiert, subhanallah. Sondern, ولكن تخلق الدين. Er sagt, dass ihr eure Religion damit rasiert. Dass ihr eure Religion damit rasiert, subhanallah. All deine Taten werden zunichte gehen. Wenn du jemand bist, der Fassad, Ifsad macht, der versucht, die Gemeinschaften zu spalten, die Menschen zu spalten, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, das ist deine Religion zu rasieren. Deine Religion zu rasieren. Eine, so eine üble Sache ist das. Deswegen kann niemals ein Mu'min eine Blockade sein, sondern kann nur eine Brücke sein zwischen den Gemeinschaften, zwischen den Muslimen, zwischen den Mu'minun. Und schaut mal, der Mensch hat 360 Gelenke. Sagt uns unsere Religion, 360 Gelenke. Das ist auch ein Wunder der Religion, dass überhaupt das gewusst worden ist. Aber abgesehen davon, 360 Gelenke, sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, und für jedes Gelenk musst du täglich eine Sadaka geben. Sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, jeden Tag eine Sadaka. Wenn wir mal von einem Minimum, sagen wir mal von 1 Euro ausgeben, müsstest du jeden Tag 360 Euro Sadaka geben. Jeden Tag. Genau, für jedes Gelenk, beispielsweise bei 1 Euro. Bei 1 Euro. Wenn du jetzt sagen würdest, 1 Euro gebe ich für ein Gelenk, müsstest du 360 Euro geben, dass du die Sadaka für deine Gelenke gegeben hast. Denn ohne die Gelenke könnten wir nicht vernünftig zu unserem Stuhlgang, auf die Toilette, könnten wir nicht essen und. Wir brauchen diese Gelenke. Könnten wir nicht laufen, wir könnten nicht hierher kommen und. An diese Gelenke sind eine Gabe von Allah. Für jedes Gelenk müsstest du eine Sadaka geben. Doch der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn ihr es mit Geld nicht schafft, so ist es auch eine Sadaka, ta'dilu bainal ithnain sadaqatun. Dass ihr gerecht zwischen zwei Muslimen richtet, ist auch eine Sadaka. Zwei Leute haben Streit gehabt, ihr seid gerecht, ihr geht hin, ihr schlichtet zwischen ihnen gerecht, das ist eine Sadaka. Oder ihr hilft jemandem, auf sein Reittier zu kommen, damals war das so, oder heute ist das, wenn du jemanden die Tür aufmachst in sein Auto. Wenn du die Tür aufmachst für sein Auto, auch das ist eine Sadaka, sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Wal kalimatu tayyibatu sadaqatun. Dass du schön sprichst, ist eine Sadaka. Dass du jeder Schritt, wa kullu khutwatin yakhthuha ila as-salati sadaqatun. Jeder Schritt, den du zum Gemeinschaftsgebet machst in die Moschee, ist eine Sadaka. Ist eine Sadaka. Oder wa yumitu al-adha 'an at-tariqi sadaqatun. Wenn du auf dem Weg etwas siehst, was den Menschen schaden kann auf dem Weg, dass du das aufräumst, ist eine Sadaka. Und. So gibt es viele Sachen. Dass du sagst, Subhanallah, Alhamdulillah, Akbar, La ilaha illallah, ist eine Sadaka. Und. Alle Sachen sind Sadaka. Sogar der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sagt, wer nichts schafft, soll 2 Rekat Duha-Gebet beten. Das ist ja eine 50 Minuten circa nach Sonnenaufgang. Dann 2 Rekat zu beten bis bevor die erste Keraha-Zeit kommt, vor dem Mittagsgebet, ja, bis eine Stunde vor dem Mittagsgebet. In dieser Zeit 2 Rekka zu beten ist was? Ist ebenso, aber vor allem in der Anfangszeit, in den ersten Zeiten, eine Stunde oder 50 Minuten nach Sonnenaufgang, diese 2 Rekka zu beten, genügt für alles, sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, wenn er nichts machen kann. Aber warum ich das gelesen habe? Auch, dass du zwischen den Gemeinschaften diese Sachen gerecht sofort schlichtest, ist was? Eine Sadaka von dir. Ist eine Sadaka von dir. Und wir müssen Allah fürchten in dieser Sache, denn Allah sagt das uns. Er sagt, innama al-mu'minuna ikhwatun, wahrlich, ihr seid nichts anderes außer Brüder, ihr seid verbrüdert, ihr seid Geschwister. So fa'aslihu bayna akhawaykum, schlichtet sofort zwischen euren Brüdern. Wattaqullah, fürchtet Allah. Schaut nicht, okay, wenn ich jetzt dahin gehe, was werden die Menschen sagen? Wenn ich mich um die Probleme der Muslime kümmern, um die Probleme der Mu'minun kümmern, was werden die Menschen sagen? Wenn du ein Richter bist, was werden die Menschen über mein Urteil sagen? Die einen sind stärker, die einen sind in der Überzahl. Werde ich trotzdem gerecht sein können? Wattaqullah, schau nur, was sagt Allah. Schau nur, was sagt Allah. Kannst auflegen einfach. Schau nur, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala und sonst nichts. Nur Allah. Nur das darfst du, was machen? Nur das darfst du begehren, subhanallah.